Hallo, liebe Zuschauer, in diesem Video geht es um das Thema Selbsthypnose, Autosuggestion und wie ich damit meine Ziele schneller und leichter verwirklichen kann. Wir alle laufen ja mehr oder weniger auf Autopilot. Ich würde mal sagen, zu über 90% treffen wir unsere Entscheidungen automatisch, reagieren automatisch auf die Reize der Umwelt. Und das ist auch richtig und gut so, denn wenn wir jedes Mal uns bewusst entscheiden müssten, bewusst überlegen müssten, wie wir reagieren, wir würden gar nichts auf die Reihe bekommen. Nur was geschieht, wenn der Autopilot falsch programmiert ist? Wenn der Autopilot falsch programmiert ist, dann werden wir unsere Ziele, unsere Wünsche nie verwirklichen können. Und aus diesem Grund sollte man sich einfach mal die Zeit nehmen, sich hinsetzen und zu überlegen, was will ich eigentlich erreichen? Wie möchte ich den Rest meines Lebens verbringen? Was sind meine hauptsächlichen Ziele, Wünsche? Und dann den Autopiloten entsprechend darauf programmieren. Und das ist gar nicht so kompliziert, gar nicht so schwer. Das ist eine ganz einfache Sache. Wir machen das ja sowieso tagtäglich. Nur machen wir es dann eben mehr oder weniger bewusst. Und dafür eignet sich sehr gut die Selbsthypnose, die Autosuggestion und eben das mentale Training allgemein. So, bei der Selbsthypnose, da darf man nur nicht den Fehler machen, den viele Menschen machen und zu viel Wert auf die Trance-Tiefe oder auf die Trance allgemein legen. Die Trance, das ist etwas, was ganz von alleine sich einstellt in dem Moment, wo wir in das Ziel hineingehen, wo wir uns mental auf das Ziel konzentrieren, das Ziel quasi als schon erfüllt oder erreicht vorweg erleben. Ich bringe mir das Beispiel reagieren, einfach so reagieren, wie kleine Kinder das tun. Kleine Kinder tun oder spielen immer so, als ob sie ein Feuerwehrmann wären, als ob sie ein Polizist wären und so weiter. Sie trainieren quasi für ihr Erwachsenenleben. Und das ist ein sehr starkes Muster, das wir als Erwachsene auch ganz schnell wieder reaktivieren können. Einfach indem wir in die Zielsituation hineingehen und so tun, als ob wir es schon erreicht hätten. So, dazu kann man jetzt noch unterstützend mit Autosuggestionen arbeiten. Hier darf man natürlich nicht den Fehler machen. Ich bringe jetzt mal kurz ein Beispiel. Angenommen, ich bin stark übergewichtig und möchte abnehmen. Dann würde ich also mental mich erleben, wie ich schlank bin und sportlich oder sonst was. Und als Suggestion zum Beispiel nehmen, ich wiege 75 Kilo und bin sportlich und fühle mich wohl. Das kann funktionieren, das kann aber auch genauso gut nach hinten losgehen. Und zwar, unser Unterbewusstsein ist ja immer bestrebt, uns zu helfen, uns zu unterstützen, uns zu beschützen und so weiter. Und wenn wir jetzt stark übergewichtig sind und sagen, ich wiege 75 Kilo, in Wirklichkeit vielleicht 100 Kilo wiegen oder 110 Kilo wiegen, dann kann es passieren, dass das Unterbewusstsein sagt, was, du wiegst 75 Kilo, hier hast du noch 10, 15 Kilo mehr, damit du klar siehst, was Sache ist, wie viel du wirklich wiegst. Ja? Also das Unterbewusstsein möchte uns vor einer Täuschung bewahren, weil das Unbewusste kennt keine Lüge. Und wenn wir uns einreden oder uns selber sagen, ich wiege 75 Kilo und wiegen in Wirklichkeit 120, dann ist es ja eine Selbstlüge. Und aus diesem Grund schlage ich vor die eigentliche Suggestion eine kleine Frage zu stellen. Und zwar, ihr könnt es gleich mal ausprobieren, wie sich das anfühlt. Wenn man sagt, wie würde ich mich denn fühlen, wenn ich 75 Kilo wiegen würde und wäre sportlich und schlank? Das ist also ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich sage, ich wiege 75 Kilo. Ja? Also zur Sicherheit immer die kleine Frage voranstellen, wie würde ich mich denn fühlen? Denn das hat auch den Vorteil, dass dann gleich das Gefühl erzeugt wird, das Gefühl ja, quasi evoziert wird und wir in dem Gefühl drin sind. So, ich möchte noch mal ganz kurz zusammenfassen. Also wichtig ist, haltet euch nicht auf mit
Trance, mit Trance-Tiefe, mit Entspannung und so weiter. Klar, man kann sich hinsetzen und ein bisschen entspannen, so gut wie man es kann, aber nicht jetzt versuchen, mit Gewalt irgendwie da irgendwo reinzukommen. Nutzt die Zeit lieber dafür, geht mental in die Zielsituation rein, geht so tief rein, so verliert euch darin. Das heißt, denkt aus der Zielsituation heraus, handelt so, fühlt so, als hättet ihr wirklich das Ziel, euren Wunsch verwirklicht. Dann entsteht nämlich das Gefühl, ja, und haltet dieses Gefühl so lange, wie es geht und so intensiv, wie es geht, aufrecht. Und der Rest geschieht ganz von allein. Mehr braucht man wirklich nicht zu tun. Das funktioniert. Das ist also eine ganz, ganz einfache Sache. So, was ihr noch machen könnt, ist zur Unterstützung eine Silent Subliminal laufen lassen. Das sind also ja, Suggestionen, die man bewusst oder die ein Erwachsener bewusst nicht mehr wahrnehmen kann oder die meisten wenigstens nicht. Wer ein sehr gutes Gehör hat, hört vielleicht ein bisschen was quietschen oder so, wenn er das ablaufen lässt. Aber wenn ihr euch dafür interessiert, ich blende hier gleich nochmal eine Adresse ein. Da könnt ihr ein bisschen was nachlesen darüber und wie man die Dinge macht und so weiter und so fort. Sie sind also sehr gut. So, das war's eigentlich für heute. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, seine Ziele, seine Wünsche zu erreichen. Und zwar das, was ich jetzt erklärt habe, das läuft eben über Worte, über Gefühle, über Bilder. Es gibt noch eine sehr, sehr gute energetische Sache, wie man quasi aus seinen Fehlern oder aus seinen Fehlverhalten die Energie herausziehen kann und sie transformiert in seine Zielvorstellung. Das ist also eine ganz tolle Sache. Aber dazu mehr im nächsten Video. Das kommt bald. Einfach mal auf unserer Seite reinschauen, hin und wieder mal. Oder bei YouTube reinschauen. Und wenn euch das jetzt hier gefallen hat, wenn das, ach ja, noch was ganz, ganz Wichtiges, hätte ich beinahe vergessen, das Allerwichtigste ist Beständigkeit. Das heißt, wenn ihr jetzt arbeitet, euren Autopiloten neu programmiert, das funktioniert nicht, wenn man das nur einmal macht oder zweimal macht oder dreimal macht. Das funktioniert nicht. Ihr müsst das so lange tun, so lange machen, bis das Verhalten, das ihr euch wünscht, automatisch, ja, bis der Autopilot reagiert. Erinnert euch einfach dran, als ihr Auto fahren gelernt habt, da musstet ihr auch zunächst ganz bewusst kuppeln, lenken, in den Spiegel gucken, Gas geben, bremsen und so weiter und so fort. Und heute passiert das alles ganz automatisch. Und das ging auch nicht mit einmal, mit zweimal, mit dreimal. Das müsst ihr so oft und so lange machen, bis es automatisch funktioniert. Das ist also ganz, ganz, ganz wichtig, Beständigkeit ist eigentlich noch wichtiger wie Autosuggestion. Gut, es gehört alles zusammen. So, falls euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben und in Kürze kommt das nächste Video. Freut euch drauf, weil das ist eine ganz, ganz tolle Technik. Bis bald und viel Erfolg mit der Selbsthypnose. Noch was ganz Wichtiges, hätte ich beinahe vergessen. Das Video, das darf geteilt werden bei Facebook und einfach weitergeben, damit möglichst viele Menschen davon profitieren.